Hallo Freunde, willkommen zurück in Monaco. Das erfolgreiche Training haben wir absolviert, wohl Camillo. Erfolgreiche Training, ja. So, gucken wir mal, was das Wetter hat. Okay, da fuhrt schon Pinky raus und hinter dem Pinky ein Ferrari fuhr raus. Ach, ich wollte eigentlich gerade auf gucken, was das Wetter ist. Ach, aber egal. Ja. Ich haben wir das schon gemacht, Wetterfee. War doch schon dran. Ja, da kommt der Fahrer raus. Ach nein, noch ein Red Bull vor mir. Sehr schön. Und da vorne irgendwas Blaues. Oh Gott, oh Gott. Und ich habe direkt diese beiden, die gerade, wo du gerade sagtest, so Red Bull vor dir und du dann. Und die habe ich jetzt vor mir. Geil. Aber ihr, bis ich rauskomme, dauert noch ein bisschen. Oh, erstmal wieder umstellen hier. Jetzt sagt Bildos, jetzt habe ich noch einen Haas vor der Schnauze, dann kriege ich mal eine Krise. Alter, diese letzte Kurve von dieser blöden Boxenausfahrt, ne? Hamilton, sei ruhig, bleib weg. Nein! Nicht versauen, Virus, sonst weißt du, wo du startest. Jo. Lieber von hinten etwas langsamer mitfahren. Hemmelwurst, hör auf zu drängeln. Ist das ein Müll mit diesem auf Steuerkreuz, das auf Mager wird auf volle Fett umzuschalten. Und jedes Mal, wenn du einmal drückst, dann ist dieser Scheiß auf diesem... Ah, das ist doch ein Scheiß mit der Steuerung. Oh. Weil bei mir das Ding jedes Mal auf ganz nach unten springt. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Blöder Hamilton, blöder verfickter Hamilton. Hamilton, du blöder. Nee. Bleib stehen, du dumme Karre! Wofür hast du denn Bremsen, du Otto? Das war's. Danke, Hamilton. Dankeschön. Fährt er mir den Reifen ab? Das gibt's doch nicht. Ich will der Überholung, fährt mir den Reifen ab. Yo, Hamilton, 5 Platz Gridstrafe, Kollision mit Camillo verursacht. Du Hemmelwurst. Ach, komm rum. Scheiße, es ist so disqualifiziert. Komm. Ah, noch vorsichtiger kann man nicht fahren. Dieser Hamilton, dieser Dreck, sagt du. Okay, egal, guck mal, Virus mal zu. Oh, lieber nicht. Nee, dann sieht's wenigstens nicht ganz so schlimm aus. Ah, ist das ärgerlich. Hemmelwurst, Alter. Ich habe auch immer so ein Glück. Oh, ich hab mir schon gedacht, ach, dass Scheiße. Alter, wie deine Karre beschleunigt, du! Wenn das meine mal so könnte! Gibt's doch nicht, ey! Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Wir sehen. Hatte Virus den Sieg schon in der Tasche jetzt? Weil besser werden die anderen sowieso nicht mehr. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ein gutes hat's wahrscheinlich der Hamilton, der ist auch erstmal hinüber. Ist das ein Vogel, ey. Und hier kann man ja so gut überholen. Oh auf der Mann! Strecke. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Katastrophe. Oh ja! Oh, komm doch rum, du Fotze! Sei froh, dass der Reifen noch dran war. Das war auch knapp. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. So, ich habe jetzt 1,18, 1,17 jetzt gerade gefahren. Reicht mir.
trotz, dass du so an die Wande geböllert bist, hat er trotzdem noch wieder besser geworden, okay? 1,17,612. Ja, ja, ich sehe die Zeiten, ja. Ich konnte ja leider keine Zeit fahren. Scheiß Hamilton. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich in so einer Kurve ein bisschen Stau mache, damit du nach vorne rücken kannst. Ja, das bringt ja nichts. Ich habe ja keine Zeit gefahren. Ich muss ja trotzdem 1,17 auf der Bottas, das gibt's doch nicht. Uiuiui. Boah, Bottas, lecko mio. Ey. Oh, der Virus hat keinen Sprit mehr? Nee. Egal. Ich hab jetzt zwei Runden. Deine Zeit gefahren. Ja, genau. Wenigstens hast du eine Zeit fahren können. Armer Camillo, tut er mich leid. Weißt du, dann hast du schon so ein schlechtes Auto und dann wirst du nochmal gehandicapt, weil so ein Vollauto von hinten kommt und dir den Reifen wegfährt. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Bevor ich gleich noch einen draufkriege, weil ich hier abgekürzt habe. No. Also hier sehen wir, können wir uns den Hafen ganz genau ansehen, wie das Wasser da unten fließt und so. Sieht richtig gut aus. Ja, weil du so langsam fährst, da kann man richtig gut gucken. Okay. Die Wassereffekte haben die super hingekriegt, bei nebenbei. Tribünen sind alle voll. Hier unten gleich das Schwimmbad. Oh, guck mal, mein Spoiler ist wieder heile, nicht mehr rot. Oh. Ja, Bottas rammt mich, die Fotze. Da hat's gescheppert. Oh, bei mir ist wieder alles grün. Also R2D2 hat wieder gute Arbeit geleistet. Na gut, jetzt ist ja eh egal, da sehe ich keinen Sprit mehr, was willst du machen? Oh, in die Box fahren. Ohne Rasen sogar, ey. Wuhu! Ja, wie denn auch Rasen mit keinem Benzin mehr? Moment, ja. Also 80, ich musste noch abbremsen, bevor ich in die Box bin, sonst hätte das Rasen gegolten. Weil die Karre kannst du ja auf Dauerschleife 80 fahren, aber in dieser Boxengasse musst du mit 60 rein. Ne? Ja, das ist aber kein Kunststück hier. Aber geil, ne? Sehr kurzes Training, sehr kurzes Quali. Also es hat mich ausgeglichen. Jetzt kommt das Rennen, jetzt kommt es drauf an, Digga. Ganz toll. Keine Überholmöglichkeiten. Am Start gibt es eine Massenkarambolage. Ich sehe schon wieder kommen. Wir haben das Problem wieder wie bei der letzten Saison. 20 Mal das Rennen neu starten, weil irgendwie immer sich irgendwer irgendwo kaputt ballert. Achso, wie viele Minuten haben wir denn jetzt noch überwarten müssen? Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,17. Boah, Kimi Räikkönen 1,16, Mama! Ja, und der Vettel kommt auch noch und der Hamilton kommt auch noch. Kimi Räikkönen. Der ist richtig gut. Klar, dass Vettel nichts bringt. Boah, ich dachte mit 1,17, da wäre ich noch einigermaßen gut dabei. Ja, wenn du so siehst, wir haben ja im Zeitfahren ich 1,15, du 1,14 gefahren. Von daher ist das... Perez! Oh, Perez! Peres, hier rüber, Peres, guck. Peres auf dem 11 mit 1,20. Junge, ich hau Hunger. Ja, mein Teamkollege ist noch gar nicht gefahren. Aber er fährt jetzt raus, alles klar. Und diesmal kann ich ihm doch nicht mal die Schuld dafür geben, weil es die Himmelwurst war. Das gibt's ja gar nicht. Ach, Peres fährt rein. Och, Mann, ich dachte, du holst dir jetzt noch mal irgendeine. Oh, Danny, dann mach mal. Oh, der Stappen ist auch rein. Rette die Ehre von uns Toro Rossos. Okay. Da, Teamkollege Quaid, ne? Ja, Quert. Ja. Quaid! Das klingt wie so ein Kuscheltier. Quaid! Du vertust dich gerade mit dem Videospiel Quaid, glaube ich, so ein bisschen. Ach, Mann, ey. Auch viele sind gar nicht draußen. Guck einer an. Ja, die kommen gleich noch. 3 von 20, leere Strecke. Ja, ich glaube, irgendwo wieder Platz 10, Platz 11 tut er sich wieder einreihen. Naja, erste Einführungsrunde. Die nächste Runde zählt ja dann erst. Naja, aber meistens ist er ja so 10. Das gibt's nicht. Egal, Vettel ist auf dem 10. Und Hemmelwurst ist immer noch in der Boxengasse. Ja, gut, wie die anderen auch. Ich wette, Vettel fährt noch eine gute Zeit und Hamilton auch. Jetzt hat der Hamilton ja keinen mehr, den er wegkloppen kann. Die beiden Finnen vorne weg. Ach, Mann. Na gut, wenn ich unter die ersten 10 komme, das reicht mir schon. Hauptsache ein Punkt.
Ich hasse mein Auto, ich hasse den Hammelwurst, ich hasse sie alle. Obwohl, vom Aussehen her sieht der Toro Rosso ja gar nicht schlecht aus, sozusagen, aber dem fehlt halt die Power. Komm schon, Danny. Sieht auch gar nicht mal schlecht aus, mach hin. Alter, wie die da unten im Schwimmbad und so die Kurven nehmen, das ist der Burner. Ja, ich seh's gerade. Ich guck ja gerade deinen Teamkollegen ja, zu. Ja, ich auch. Das ist heftig. Guck mal, kein Schlittern, kein Rutschen, kein nix. Aber gut, er ist ein bisschen lahmarschig, aber... Obwohl, komm, wo ist die scheiß Ziellinie? Da erst, ach du Jemine. Oh, Siebter! Nice! Super gemacht, Keule. Geht doch. Nächste Mal ist der Toro Rosso hier doch nicht so schlecht. Ja, weil hier kannst du nicht so pacen, das ist das Problem. Perez, ach, du bist so ein... Ach, der Perez fährt doch nochmal. Der ist doch gerade an seinem Outlap, der kriegt bestimmt nochmal eine bessere Zeit. Letzte 40 Sekunden zählt nicht mehr. Ja doch, wenn der war ja über Start und Ziel noch gekommen, der darf die Runde ja zu Ende fahren. Die Strecke ist wieder voll. Oh ja. Perez, da ist er. Oh ja, er hat Platz nach vorne, ihm macht das nichts. Ne? Aber nee, Zeit wird nicht besser. Oha, ist der schlecht. Hier haben echt die langsameren Autos einen kleinen Vorteil anscheinend. Deswegen. Danny, super Zeit. So, yes. Damit beenden wir jetzt natürlich auch das Qualifying. Ja, Momentchen mal. Erstmal warten jetzt. Erstmal gucken jetzt, was sich insgesamt noch irgendwas getan hat. Boah, Fünfter! Wie er schon gesagt hat, der Vettel und der Hamilton. Der Hamilton. Immer, du bist wenigstens Fünfter. Aber der Hamilton, du hast Glück, der Hamilton muss 5 Plätze zurück, weil er mir ja mein Auto kaputt gefahren hat. Dann zählt seine Zeit nicht. Dann kann er sich 1, beim Perez 2, 3, 4, 5. Ja, dann ist er Achter. Hast du ein Schwein, kannst du doch vom Platz 4 starten. Oh, ja. Naja, mein Lieben, wir sehen was. Oh, mein Kollege nur auf Platz 12, ja klar, weil die sich jetzt noch davor geschoben haben. Wird sehr interessant jetzt beim Rennen. Mal gucken, wie viele Probleme wir kriegen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Tschö. Leute, macht's gut. Ciao mit V.